Schön, dass du wieder da bist beim Paraguay Talk. Ganz herzlich willkommen heute zu einem ganz interessanten und spannenden Thema, die Kunst zu leben. Ich begrüße ganz herzlich Rita Maria Stondl heute zu unserem Interview. Schön, dass du da bist, liebe Rita. Hallo, liebe Amata. Ich freue mich riesig, da mit dir dieses Interview zu machen. Und ich muss zu lachen, ich habe vorhin von dir gerade in einem Kanal so ein kurzes Video gesehen, wo du fragst, auf was freust du dich heute? Drei Sachen und eins davon war auch in unser Interview. Ja, ganz genau. Auf das freue ich mich total, denn wir haben uns schon mal in Österreich sozusagen ja ein bisschen kennengelernt und hier in Paraguay sind wir uns wieder begegnet und ich finde es so schön, und dass wir jetzt nicht nur uns begegnet sind, sondern dass uns hier so viel verbindet und ja, dass wir hier so gemeinsam auch, ich sage jetzt auch durchaus was aufbauen, aber da kommen wir vielleicht später noch dazu. Jetzt erstmal vielleicht die Frage, was war das Schönste bei dir heute? Was war dein schönstes Erlebnis heute schon? Heute? Eigentlich die Entspannung. Ich habe ja heute noch ein Webinar und ich war so in der Früh, bin ein bisschen nervös und ja, hoffentlich passt alles. Ne? Und dann irgendwann habe ich das loslassen können, habe mich entspannt. Und dieser Moment, wo ich weiß, ich bin eh geführt, es ist alles da, was ich brauche. Und dieser Moment, der ist einfach für mich immer so schön, das ist dieses geführt werden, dieses, es ist alles da, was wir brauchen. Das war halt wirklich schön. Oh, es ist alles da, was wir brauchen. Ja, also das finde ich so schön, weil das ist ja das, was mich auch so bewegt, beschäftigt. Es ist wirklich Fülle. In der Natur ist es da und in uns ist es auch da und wir dürfen uns das immer mehr bewusst machen, was uns da alles geschenkt ist. Jetzt bist du ja schon ein ganzes Weilchen in Paraguay. Wie lange bist du schon da und was hat dich hierher geführt? Ich bin vor mehr als 4,5 Jahren, also im September wären es 5 Jahre, nach Paraguay gegangen. Hergeführt hat mich nicht direkt etwas, sondern das ging wie bei mir immer im Leben über mehrere Stufen und Entwicklungen. Ich habe in Österreich schon einen Verein gegründet, ich war ja da auch schon selbstständig. Und bei einer Vereinstagung habe ich jemanden kennengelernt, der einfach auch sich mit dem Thema Steuern beschäftigt hat und wie kann man gute Anlagen machen. Und da war halt die Möglichkeit der Anlage, ja, Grund und Boden, ne, wo man sich ernähren kann, wo man leben kann. Und und dann kurz drauf oder eine Weile drauf kam ein Newsletter, ja, in Paraguay wären sie fündig geworden. Und ich war dann im Jänner 2017 auf einer Reise in Paraguay für 11 Tage, um die Daueraufenthaltsgenehmigung zu beantragen und vor allem zu spüren, gehöre ich hierher, passt das für mich überhaupt? Mhm. Und ich habe da wirklich ein Signal bekommen, ja, es passt. Okay. Und bin dann tatsächlich im September gleich ausgewandert, alleine, ja, ich wollte eigentlich hier auch so eine Art Familienlandsitz aufbauen, auch um etwas zu haben für meine Familie, wohin sie gehen können, wenn es in Europa zu dicht wird, sage ich mal. Ja. Und jetzt ist halt wieder so, es kommt niemand nach. Und ich muss mich jetzt wieder irgendwie neu ausrichten. Also das ist immer wieder spannend, neue Entwicklungen und so. Aber wie gesagt, ich habe vor allem den Freiraum hier geschätzt, Dinge tun zu können, die ich in Europa nicht hätte tun können. Und das gefällt mir hier. Und einfach den Fokus auch auf etwas Aufbauendes zu richten und nicht auf Probleme. Also okay. In Europa wäre ich so konfrontiert gewesen jetzt mit all diesen Herausforderungen. Ich weiß nicht, wie ich umgegangen wäre damit. Ja. Und hier gehe ich ganz entspannt und ich kriege da fast nichts mit. Und ja, so geht es mir natürlich auch. Das ist hier ein sehr entspanntes Leben in dem Punkt vor allem. Jetzt mag ich aber natürlich mal nachfragen, was hast du denn früher so gemacht? Denn ich weiß, du bist Diabetologin. Wie kam es dazu? Oder was ist so genau, was du früher gemacht hast? Was machst du jetzt in Paraguay? Ja, ich wollte eigentlich nach der Matura Kunst studieren. Mein Vater war Kurheimverwalter und hat gesagt, ich soll was Ordentliches lernen. Und daraufhin bin ich Diätologin geworden. Und daher kommt jetzt auch der,
die Überschrift sozusagen für unser Gespräch, wo ich gesagt habe, ja, die Kunst zu leben. Denn das Wort Diaita kommt aus dem Griechischen und heißt die Art zu leben. Und da geht es nicht nur ums Essen, sondern da geht es auch um die Art, wie man mit dem gesamten Leben umgeht, mit der Kunst zu leben. Also das verbindet sich in mir alles zu einem. Und ja, diese, wie soll ich sagen, ich habe zwar den Beruf der Diätologin erlernt, aber war immer auf alternativen Schienen unterwegs, habe immer hinterfragt und andere Dinge gemacht, mich sehr früh schon mit Darmreinigen, Fastenkuren und so auseinandergesetzt. Und dann ging es so weiter. Die Kunst hat mich aber auch nie losgelassen. Habe ich mit 50 noch ein Kunststudium gemacht, Holz geschnitzt und graviert und alles Mögliche. Also diese Dinge begleiten mich immer. Ich habe natürlich auch meinen Beruf sehr kreativ ausgeübt, muss ich sagen. Schon in jungen Jahren habe ich einen Verein geleitet, wo wir Vollwertkochkurse gemacht haben, Rezepte umgewandelt in vollwertig und so. Also das hat mir immer Spaß gemacht. Oder schön dekorieren, Essen schön herrichten. Zwischenfragen, Rita, weil ich sage es mal, im deutschen Sprachgebrauch ist ja ganz häufig, ich sage es mal, das Wort Diät bekannt, eher als, ja, ich sage jetzt mal, eine Form, wo man vieles weglässt. Ja, also wenn jemand eine Diät macht, dann ist es nicht unbedingt das, was so vorwärts bringt. Aber du hast jetzt gerade gesagt, eine Diätologin beschäftigt sie oder heißt eigentlich Art des Lebens. Also es geht um ganz was anderes. Kannst du da vielleicht auch noch mal ganz kurz drauf eingehen? Weil ich glaube, gerade diese Begriffe sind ja sehr unterschiedlich geprägt. Ganz genau. Dass die Diät, die Krankendiät sozusagen, die hat mich nie besonders interessiert. Warum? Weil ich die ganzen Krankheiten schon erkannt habe als den Ausdruck von verschiedenen Dingen. Ich sage, wie bei einer Torte, die verschiedene Stücke hat. Und jedes Tortenstück ist irgendeine Krankheit. Und ich habe immer gesucht nach einem gemeinsamen Nenner. Was ist denn das, was alle Krankheiten irgendwo als Ursache haben, immer dahinter gefragt, warum, warum, warum. Und dann habe ich gesehen, da gibt es eine Gemeinsamkeit, eine gemeinsame Mitte. Und wenn ich mich um die kümmere, also Körpermilieu, Säure-Basen-Haushalt, Darmgesundheit, alle diese Dinge, dann entziehe ich automatisch den anderen Krankheiten den Boden. Die müssen gar nicht mehr kommen, weil das ist ja meistens der Versuch des Körpers, sich von Stoffwechselmüll zu befreien. Und wie ich das gelernt habe, da habe ich gemerkt, Moment, ich brauche mich gar nicht um irgendwelche Diäten kümmern, sondern ich kümmere mich darum, dass ich gesund bleibe. Dass ich von vornherein schaue, dass kein Müll entsteht oder reinkommt in den Körper oder so wenig als möglich, ganz geht ja heute gar nicht. Aber und was kann ich tun, dass ich immer wieder den, der sich halt ansammelt, den Stoffwechselmüll wieder rauskriege und so gebe ich dem Körper die Chance, sich ständig selber zu regenerieren, zu verjüngen. Und das hat mich schon so in jungen Jahren fasziniert und das ist heute nicht anders. Also danke, dass du das nochmal so erklärst, weil ich finde das so, so spannend und so wichtig, auch das anzusprechen. Aus zwei Gründen. Also erstens habe ich gestern gehört, in Paraguay gab es vor 10 Jahren zum Beispiel noch gar keine Diabetes und hier inzwischen ist sie sehr, sehr stark verbreitet und ich habe jetzt irgendwelche Zahlen gehört, aber ich bin mit Zahlen immer nicht so gut, wie unglaublich stark die sich jetzt auch in Paraguay verbreitet hat. Das ist so das eine Thema und das andere, ich habe auch vor Jahren mal eine Ausbildung gemacht im Bereich orthomolekulare Medizin, die Gesamtzusammenhänge von Magen, Darm. Und ich kann mich gut erinnern, da hat man geschaut, was ist die Ursache. Ja? Und wie kann ich dem Körper helfen, dass er sich selber hilft? Also sozusagen all das hat, was er braucht, um wieder gesund zu werden. Und mir ist allerdings nachher bewusst geworden, ich habe ja selber auch eine intensive Erkrankung durchgemacht. Und danach war auch so dieser Punkt, warum eigentlich immer erst hinterher? Ja? Sondern wirklich sinnvollerweise nur vorher, ich habe es vorher nicht registriert. Für mich war es so selbstverständlich, gesund zu sein. Aber ich glaube, es ist so wichtig, die Gesamtzusammenhänge zu wissen, das anzuschauen und dann kann ich in der Prävention im Vorfeld so unglaublich viel tun, wie du gerade angesprochen hast, auch Darmreinigung etc., damit es meinem Körper, meinem Geist und meiner Seele gut geht. Und das ist, glaube ich, auch das, was du vorher angesprochen hast. Ernährung ist das eine,
Krankheiten ist auch nur ein Bild, aber es geht um das Gesamtkonzept. Genau. Und weißt du, was nämlich so schwierig für die Menschen ist, warum das so schwer zu verstehen ist? Ja. Dass du kannst sehr viel falsch machen. Du kannst lange Zeit zum Beispiel immer wieder schlecht essen, ja, etwas, was deinem Körper nicht gut, wo viel Müll entsteht. Und der Körper kompensiert das ganz lange. Und bis du wirklich was spürst, vor allem wenn du die Signale nicht verstehen kannst, der Körper spricht ja mit uns, wenn wir die Signale verstehen, aber nicht jeder kann sie lesen sozusagen. Und wenn wir das übersehen, da kann so viel, da können 70% von den ganzen Krankheiten können im Körper schon ablaufen, ohne dass wir was merken. Und jetzt bringen natürlich die Menschen die Krankheit mit der Ursache nicht mehr, zusammen, weil ich habe das ja so lange so gemacht, ich habe so lange so gegessen und habe nichts gehabt. Und warum jetzt? Ne? Und dass das auch voll wird, ne? Das ist, es ist ein Prozess. Und gerade hier in Paraguay fällt mir das auf. Ich habe ja mit vielen Paraguayerinnen auch hier gesprochen, die wollen abnehmen, die spüren ja, dass es ihnen nicht gut geht. Aber das Verständnis, was dein Körper abläuft, das ist einfach noch nicht da. Und das dürfen halt wirklich von vornher aufbauen wieder. Ja, ja, so schön. Jetzt hast du das gelernt, Rita. Warst du dann immer schon selbstständig? Hast du selbstständig gearbeitet? Warst du in einer Anstellung oder was hast du dann jetzt mit hier rübergenommen? Arbeitest du nach wie vor in dem Bereich? Was machst du ganz genau? Also ich war immer wieder angestellt, kurzfristig, aber es war nicht meins. Ich bin zu viel Freigeist. Ich will einfach hinter dem stehen, was ich da weitergebe, und das durfte ich dann dort und da nicht. Wie gesagt, als Geschäftsführerin von einem Verein, da konnte ich Freiraum haben, dann habe ich Kinder bekommen und immer wieder so zwischendurch selbstständig oder freiberuflich gearbeitet, in Schulen unterrichtet, auch Ernährungslehre, das war auch ganz interessant. Und habe mich dann um die Jahrtausendwende herum wirklich endgültig selbstständig gemacht und habe gemerkt, das ist das einzig Wahre für mich. Und das habe ich, obwohl ich in Pension bin, habe ich das trotzdem. So, jetzt haben wir eine kleine Arbeite und wir natürlich auch weltweit arbeiten können, und das ist für mich natürlich genial. Jetzt, wie du vor 4,5 Jahren nach Paraguay gekommen bist, wie war denn so dein erster Eindruck dann hier? Du warst ja vorher schon da, du hast eine Reise gemacht, hast gespürt, das ist es. Wie war dann so dieses Ankommen hier und was war so deine erste Zeit in Paraguay? Kannst du vielleicht uns da noch ein bisschen mit reinnehmen? Da muss ich jetzt eine Überschrift dazu sagen, sag niemals nie. Ich wollte nämlich niemals im Hotel wohnen. Und dann hat sich es aber so ergeben, dass in dem Projekt, wo ich dann geholfen habe, das aufzubauen, die Häuser nicht so schnell fertig wurden, weil hier in Paraguay Versprechen, Zeitversprechen, du weißt ja, heißen nicht, dass die eingehalten werden, sondern es kann ein Jahr oder eineinhalb Jahre später auch passieren, und so war es bei uns auch. Und so war ich dann. Da haben wir eine kurze Internetunterbrechung. Bitte? Wir hatten nur eine kurze Internetunterbrechung. Ich habe nur ein Standbild von dir gesehen, aber dich nicht mehr gehört, liebe Rita. Also habe ich im Hotel gewohnt. 8,5 Monate im Hotel. Und weil ich sehr naturliebend bin und sehr, wie soll ich sagen, mit Selbstversorgen und so auch zu tun habe, habe ich im Hotel mir schon Kisterl hergerichtet mit Erde und habe dort mein eigenes Gemüse und Kräuter und alles Mögliche gezogen, habe Früchte geerntet. Und das habe ich dann in das Projekt transferiert und habe in dem Projekt auch dann den ganzen Garten aufgebaut, die erste Baumschule, also so dass der Start für die Selbstversorgung dann auch dort gelegt war. Habe hier auch Reisegruppen betreut und Pläne gezeichnet. Ich zeichne ja gern, und da mussten wir aufgrund einer großen Unwettersituation die ganzen Baupläne umzeichnen. Also auch das habe ich gemacht. Immer sehr vielseitig. Also ich mag dieses auf 1000 Ebenen gleichzeitig sein. Es ist zwar manchmal sehr herausfordernd, aber ich liebe es. Schön. Schön. Bist du heute noch mit diesem Projekt oder wie lebst du heute?
Wie kann man sich das vorstellen? Dort, ich habe ein Grundstück, nur das Wohnen ist sehr provisorisch. Also ich habe dort auch 3 Jahre im Container gewohnt, im Ausgebauten. Das war eigentlich sehr gut. Und bin dann auf meinem Grundstück, habe ich mir provisorisch was hergerichtet. Also ich kann dort sein, aber bin gleichzeitig auch in der nächstgelegenen Stadt, in Kasapa, um hier, da habe ich ein Haus gemietet. Und da habe ich halt so den, gerade im Winter oder wenn es regnet, da ist halt hier natürlich mein Fokus. Von hier kann ich dann überall hin und das passt. Ja, was ist denn das, was dir an Paraguay so gefällt? Da gibt es einige Sachen. Also mein ganz erster Eindruck, als ich nach Paraguay ging, war grün. Grün und saftig. Und das war ganz lustig. Ich war nämlich vorher in Portugal auf Urlaub und da war es so trocken. Da war ein halbes Jahr kein Regen und es war alles braun und trocken. Und dann kam ich hierher und alles war saftig grün, trotz Hochsommer. Es war das war das eine. Das zweite, was mir so gefallen hat, war die Menschen, die sehr herzlich sind, die einem so geduldig begegnen. Also die Paraguayer haben unendlich viel Geduld. Es gibt ja auch das Wort tranquilo, das einfach das ausdrückt, immer mit der Ruhe. Und wenn ich am Anfang, ich habe schon ein bisschen Spanisch gekonnt, wenn ich am Anfang versucht habe, mit dem bisschen irgendwas auszudrücken, dann haben die so in Ruhe zugeschaut und gewartet, bis ich das irgendwie rausgebracht habe. Und das, diese Offenheit, diese Freundlichkeit, die schätze ich sehr bis heute. Also ich gehe durch die Stadt, die Leute kennen mich, hola Rita, das ist so schön. So schön. Also du sagst gerade so dieses Grün, das war ja auch für mich das, wo ich dann aus der Stadt raus dann entdeckt habe, wow, dieses Paraguay ist so grün, von dem schwärme ich ja auch immer wieder. Ja. Und gleichzeitig, letzte Woche haben wir jemanden getroffen, der war vor 20 Jahren da, zum letzten Mal und jetzt wieder. Und er war total entsetzt, weil hier nichts mehr grün ist, ja. Also das ist total spannend. Also es hat sich in 20 Jahren viel verändert. Für uns ist es nach wie vor, wenn wir rausfahren, total grün. Ja, und trotzdem hat sich auch, glaube ich, hier in dem Land ist auch vieles abgeholzt worden und es vieles hat sich verändert. Was aber, glaube ich, wirklich geblieben ist, ist diese Freundlichkeit der Menschen. Und das erlebe ich auch so, diese Geduld, diese Herzlichkeit, das ist was ganz Tolles. Ich hatte jetzt gerade auch ein Interview mit einer Paraguayerin, die Deutschen so sehr liebt. Das fand ich auch so schön, diese Überschrift, ich liebe die Deutschen. Das ist ja auch etwas, ja, schön. Sie sagt, das ist schon seit ein paar Jahren schon immer so. Und das spürt man bei den Paraguayern aber auch. Die sind unglaublich aufgeschlossen, auch uns gegenüber. Deutsch sprechen, ja, Österreich, Schweiz gehört da natürlich mit dazu. Ja. Wir vielleicht aufpassen dürfen, ich meine, jetzt kommen ja sehr viele Menschen aus Europa zu uns. Ja. Und dass wir nicht mit unserem Lebensstil und unserem Stress die Paraguayer so überschütten. Ich glaube, wir sollten uns hier so benehmen, wie wir es uns wünschen würden, wenn in Europa die Einwanderer kommen, dass wir einfach uns auch einmal ruhig verhalten, beobachten, wahrnehmen, wie die umgehen mit dem Leben und dann, wenn sie es wollen, etwas einbringen, wo man sagen, das würde ihr Leben verbessern, aber nicht zwangsbeglücken. Also da, glaube ich, dürfen wir aufpassen. Ja, ich glaube, das ist auch gerade im Hinblick so auf unsere Vorstellung oder unser Denken, auch was Armut oft betrifft. Ja? Also für unser Bild, wir sagen, oh, wie können die mit diesem Einkommen leben? Wie können? Aber viele sind damit einfach glücklich und zufrieden. Und das ist eine Anmaßung, denke ich, auch von uns dann zu denken und zu meinen, da müsste was sein. Ich glaube, da sprichst du was ganz Wichtiges an. Und die Frage ist immer, was sollte man beachten, wenn man hierher kommt? Ja, ich glaube, wie du gerade sagst, erstmal ankommen, auch dieses Tranquilo sich hineinbegeben, denn das ist ja wirklich eine ganz andere Lebensform, wie wir sie aus dem Deutschsprachigen kennen. Ja. Und beobachten, schauen, was ist es auch. Ich sage jetzt mal, jeder Mensch hat ja auch seinen Stolz. Und
da ist was gewachsen. Die Würde, ja. Genau. Gibt es noch was, wo das sollte man beachten, wenn man hierher unbedingt kommt? Wollte ich jetzt gerade sagen, ich würde jedem empfehlen, der vorhat, hierher zu kommen, Spanisch zu lernen. Auch wenn das Spanisch in Europa das spanische Spanisch ist, ja, sozusagen ein bisschen anders als in Südamerika, trotzdem, es ist eine Basis und die Menschen freuen sich so, wenn man in ihrer Sprache mit ihnen spricht. Ja. Und wenn es wenig ist, es ist egal, aber sie öffnen sofort ihr Herz noch viel leichter, wenn sie das merken, dass man sich bemüht. Ja. Gibt es denn oder gab es so auch so Herausforderungen hier in diesem Land? Ist da auch was, wo du sagst, ja, das war durchaus herausfordernd? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen? Also was zum Beispiel eine Sache war, ich habe ja auch mit Pflanzen zu tun und habe auf meinem Grundstück schon, ich weiß nicht, bei 700 Bäumen habe ich aufgehört zu zählen, eingepflanzt. Okay. Und dann kamen gewisse Herausforderungen. Also ich habe da 2018 begonnen und dann kam der Winter. Und das war mir nicht klar, weil das war es früher auch nicht, oder war früher auch nicht so wie jetzt, dass in Paraguay auch Winter ist und dass es auch Frost gibt und dass da auch Bäume erfrieren können. Also das war für mich eine Herausforderung. Und nach dem ersten Winter, ich hatte einen Busch voller Maulbeeren, also köstlichste Maulbeeren. Und da war das war vor 2 Jahren im Winter, zwei, drei Tage nur, war an der Frostgrenze. Und genau in dieser Zeit, wo die Bären drauf waren und ganzen Bären erfroren. Also da kämpft man schon ein bisschen, muss ich sagen. Voriges Jahr war es übrigens anders. Also man kann nie sagen, weil es so war, ist wieder so. Voriges Jahr war der Frost nämlich nicht Ende August, sondern Anfang August. Und nachher konnten die Blüten wieder austreiben und die Früchte, und ich habe die Maulbeeren gehabt. Trotz voriges Jahr hatten wir ja dreimal, ich weiß nicht, ob du da schon da warst, dreimal Frostperioden kurze. Und wie gesagt, es ist jedes Jahr ein bisschen anders. Heuer ist das Jahr feuchter, werden wir sehen, wie heuer das Wetter wird im Winter oder die Temperaturen. Sind wir sehr spannend hier. Also diese Temperaturen oder diese Veränderung des Klimas, wie sie weltweit ist, die spüren wir hier auch. Auch, dass es oft einmal sehr heiß wird. Also wenn es so Temperaturen hat, über 40 Grad und das tagelang, wo es in der Nacht auch nicht runterkühlt, das ist für mich schon ein bisschen eine Herausforderung. Aber man nimmt es irgendwann, wie es ist, und damit. Und noch eine Sache, die fällt mir jetzt ein. Das ist die Lautstärke der Musik bei den Asados. Oder wenn ich in der Stadt bin, wirklich, da fahren die Autos durch die Stadt, haben die Fenster runtergekurbelt und drinnen volle Musik. Und die hören ja die gesamte Musik, aber ich im Haus, ich höre nur das Bom, 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 Bom. Und ich habe mich immer furchtbar geärgert über das. Und dann habe ich gesagt, so Rita, irgendwie musst du umgehen damit. Und das ist ein Tipp, den ich jetzt wirklich habe für alle Lebensbereiche. Ich gehe raus aus dem, dass ich jetzt der Körper bin, sondern ich sage, ich bin Bewusstsein und mein Körper nimmt gerade das wahr, nimmt diese laute Musik wahr. Und dann versuche ich nicht zu bewerten, dass das zu laut ist oder dass mir das nicht gefällt, dass das schlecht ist oder respektlos ist, sondern einfach nur, es ist wahrnehmen, fertig. Wahrnehmen. Und dann auf einmal merke ich, es stört mich nicht mehr. Das ist jetzt etwas, woran ich sehr bin, bei vielen Geräuschen, gerade in der Stadt, wo ich wirklich übe und merke, es geht mir viel, viel besser, wenn ich lerne, damit zurechtzukommen. Danke für diesen wertvollen Tipp auch, Rita, dass du den mit uns teilst, weil ich glaube, das ist auch so ein Punkt, auch wenn man jetzt überlegt, wo man wohnen möchte, ja, wie man leben möchte hier. Wir haben ja die ersten... Das ganz am Anfang haben wir hier in der Stadt gewohnt, aber dann sind wir 2 Monate nach KKP gezogen und da war es, oder in der Nähe halt, ein bisschen außerhalb, da war bei den Nachbarn, die waren, ich sage es mal in Anführungszeichen, weit genug weg, die haben, wenn die Musik gemacht haben, dann haben wir es auf unserer Terrasse gehört, aber in einer
angenehmen Lautstärke für uns. Ja? Ja. Und das ist, glaube ich, schon was, das darf man einfach wissen. Ja, die Südamerikaner insgesamt, die feiern einfach gerne. Ja. Und wenn sie feiern, dann ist einfach die Musik in einer anderen Lautstärke, wie wir es gewohnt sind oder wie es für uns auch angenehm ist. Und ja, ich sage jetzt mal, da einfach hinzuschauen und dann auch zu fragen, wie gehe ich mit diesen Situationen um? Ja, ganz lieben Dank. Ich hätte noch ein paar kurze Fragen, Rita, und bitte dich einfach nur um kurze Antworten. Was muss man in Paraguay unbedingt gesehen oder erlebt haben? Also ich komme ja nicht so viel rum, aber bei meiner ersten Reise war ich bei den Iguazu-Wasserfällen. Und das war für mich so ein beeindruckendes Erlebnis. Also ich möchte da sicher wieder hin und auch übernachten dort. Und da dieses traumhafte Panorama, diese traumhafte, diesen Sprühnebel von den Wasserfällen, das ist ja belebend, energetisierend. Es ist so schön dort. Also das ist etwas, was ich jedem empfehlen würde, der in Paraguay ist. Sonst kenne ich nicht recht viel, weil ich eigentlich immer mit Arbeit gerne beschäftigt war. Ja. Paraguay bedeutet für dich? Freiraum. Es ist ein Freiraum, den ich hier habe, den ich in Europa nicht hatte. Was sind deine drei größten Stärken? Zuhören können, hineinspüren in andere Menschen. Ja, Verbindendes erkennen, also wenn jetzt viele, so wie ich vorhin gesagt habe, mit den Tortenstücken von den ganzen Krankheiten was verbindet. Also ich habe immer den kleinsten gemeinsamen Nenner gesucht. Egal, ob es jetzt bei Problemen war zwischen Menschen oder eben bei gesundheitlichen Sachen. Schön. Und eine Schwäche? Jetzt habe ich dich akustisch leider nicht verstanden, Rita. Eine Schwäche? Nachgiebigkeit. Ich bin oft zu nachgiebig, mir selbst gegenüber und auch anderen, weil ich bin sehr empathisch und spüre dann oft die anderen sehr stark und denke mir, es soll sich nicht schlecht fühlen und in dem Wunsch, dass sich jemand anderer nicht schlecht fühlt, bin ich dann oft auch nicht so konsequent in dem, was ich vielleicht machen würde, möchte. Frei sein bedeutet für dich? Die Wahl zu haben. Also ich liebe es, die Wahl zu haben zwischen verschiedenen Möglichkeiten. Nein. Wenn mir jemand was vorsetzt, Frissvogel oder stirb, das ist nicht so meins. Wenn ich die Wahl habe, dann ja, kann ich entscheiden. Das ist Freiheit. Kann ich sehr gut verstehen. Gibt es so ein Lebensmotto, Lieblingszitat, das dich begleitet? Ja, das ist ein Lied von Udo Jürgens, heute beginnt der Rest deines Lebens. Also wir können jeden Tag neu starten, unabhängig von der Vergangenheit, die ist vorbei. Und das, was wir jetzt machen, das bestimmt unsere Zukunft. Und so sind wir immer wieder am Start, unser Leben neu zu erfinden, neu zu gestalten. Was ist dir persönlich noch besonders wichtig? Welche Botschaft möchtest du den Menschen noch mitgeben? Ich würde sagen, im Hier und Jetzt zu leben. Wie ich schon gerade erwähnt habe, die Vergangenheit ist vorbei und die Zukunft noch nicht da. Aber im Hier und Jetzt zu leben. Wenn ich ganz da bin und nicht gleichzeitig alles Mögliche mache, dann nehme ich den Augenblick wahr und wenn er vorbei ist, kommt schon der nächste Augenblick wieder. Und wenn ich schaue, dass dieser Augenblick erfüllt ist und wirklich gut ganz da ist, dann reiht sich eben ein erfüllter Augenblick an den anderen und wir haben ein erfülltes Leben. Und so funktioniert dann alles viel leichter und schöner. Hier und jetzt im Augenblick leben und wirklich ja, das Leben genießen. Und jetzt haben wir ganz vergessen anzusprechen und vielleicht noch ganz kurz am Schluss. Wir beide haben auch einmal im Monat
derzeit, vielleicht wird es ja noch mehr, aber derzeit einmal im Monat gemeinsam ein, ja, ich sage es mal, einen gemeinsamen Abend für alle, die sich mehr Gesundheit, mehr Vitalität, mehr Lebensqualität wünschen. Und das werden wir gerne in den Shownotes auch verlinken. Und ansonsten, Rita erreicht ihr hier per WhatsApp, per Telegram. Ich werde es auch unten reingeben. Ich sage ganz, ganz lieben Dank, Rita, dass du dir heute Zeit genommen hast und so einen Einblick gegeben in dein Leben hier. Und ja, ich fand es total wertvoll, mit dir heute zu sprechen. Ganz, ganz ich lieben auch. Dank. Auch dir vielen lieben Dank. Es war mir eine Freude und ich freue mich auf unser nächstes Zusammensein. Sehr, sehr gerne. Und ihr Lieben, wenn euch das heute gefallen hat, dann teilt es gern mit deinen Freunden. Ich glaube, wir dürfen uns gerade in dieser Zeit heute immer mehr vernetzen, verbinden. Ja, aus der Liebe, aus der Fülle heraus leben, und das ist so wichtig und wertvoll. Und denkt dran, es ist alles möglich, auch für dich. Ob du glaubst, du schaffst es, oder ob du glaubst, du schaffst es nicht. In beiden Fällen hast du recht, sagt Henry Ford. Von daher, lieber unperfekt begonnen, wie perfekt gezögert. Ich wünsche dir einen traumhaft schönen Tag, ein glückliches, erfülltes und natürlich auch freies Leben. Deine Amata.